Sehr geehrter IM1-Zuschauer, auf diesem Bild hat sich ein Techno-DJ versteckt. Na, schon entdeckt? Sollten Sie diesen Herrn nicht auf Anhieb erkannt haben, raten wir Ihnen dringend, die nachfolgende Sendung aufmerksam zur Kenntnis zu nehmen. Hallo bei Mixery on Stage. Heute sind wir für euch in der Hansestadt Hamburg unterwegs und hier treffe ich einen ganz besonderen Menschen. Er wird mir seine Stadt zeigen und wer das ist, das seht ihr gleich. Vorher stimmen wir euch aber visuell sowie auditiv auf die kommenden Minuten ein. Mit Bildern von Schiffen aus dem Hamburger Hafen und mit Musik von Oliver Huntemann. Viele Leute heute hier, Mensch, wir haben das Hafenfest in Hamburg, ganz, ganz schön, aber irgendwie sehe ich den Olli noch gar nicht, ich muss mal kurz gucken. Wie konnte ich ihn übersehen, da steht er ja, kommt mal mit, da ist er doch. Leise, leise. Ah, hey. Da bist du ja, ich habe dich gewunden. Hi. So viel los heute, hallo. Ja. Was habt ihr denn hier, Hafenfest, ne? Hafengeburtstag. Hafengeburtstag, ach Mensch. Ja, vielen Dank für die Einladung nach... Siehst du, so werden wir hier begrüßt. Das ist ja toll. Vielen Dank für die Einladung nach Hamburg. Ja, ich freue mich schon auf die Stadt und auf dich natürlich. Ja. Was machen wir als erstes? Also ich würde sagen, wir fangen an mit einer Hafenrundfahrt, so wie es sich gehört, zum Eintunen und dann zeige ich euch ein bisschen Hamburg. Super, dann machen wir das auch. Aber bis die Hafenrundfahrt losgeht, bleibt noch etwas Zeit, euch diesen Herrn genauer vorzustellen. Sein Name Oliver Huntemann, geboren 1968 in Hannover, verbrachte den Großteil seines Lebens in norddeutschen Städten wie Oldenburg, Bremen oder Hamburg. Bisher ausgeübte Berufe: Minensuchtaucher, Journalist, Techno-DJ und Produzent. Aktuelles Album Paranoia. Sonstiges: Breakdance-Champion der Stadt Oldenburg 1983. Und da sich Musik schwer mit Worten beschreiben lässt, hier eine Kostprobe des Huntemannschen Schaffenswerk. Thank you.
Oliver, jetzt sind wir hier auf einer wunderschönen Hafenrundfahrt. Was ist denn so deine Lieblingsstelle am Hafen? Magst du eher die Containerschiffe oder die AIDAs, die hier rein und rausfahren? Ach, ich sitze eigentlich ganz gerne am Strand, an der Strandperle oder fahre auch gerne mal nach Blankenese raus. Da ist es ein bisschen ruhiger und ja, da kann man gut chillen. Was hat denn Hamburg für dich so Besonderes? Was magst du an Hamburg? Also was ich an Hamburg sehr mag, ist einmal die Nähe zum Meer. Ich mag die Elbe, ich mag die Architektur, den ganzen Aufbau und dass es mehr down to earth ist. Es geht nicht so nur um Feierei und sonst. Ich kann hier gut meine Arbeit machen. Ich komme von hier aus am Wochenende gut weg und wir haben eine tolle Musikszene schon seit jeher in Hamburg, um die Reeperbahn herum. Es gibt tolle Clubs, hier werden Bands entdeckt, damals auch schon mit den Beatles und ich mag das Flair sehr, sehr gerne. Gehst du denn überhaupt noch aus in Clubs? Wenn mir die Zeit bleibt und was Interessantes ist, dann gehe ich auch schon nochmal aus. Meistens bin ich natürlich selber am Wochenende unterwegs, aber wenn es sich anbietet, doch, gehe ich auch gerne nochmal weg. Wo kann man dich denn antreffen, in welchem Club? Also es gibt im elektronischen Bereich viele, viele Sachen. Es gibt nach wie vor den Wagenbau, schon alteingedient, dann das Übel und Gefährlich im Bunker und was mir sehr am Herzen liegt, ist das Ego von den DIY-Jungs. Irgendwie ist ein so kleiner, schöner Underground-Club. Oliver, du bist ja in Oldenburg aufgewachsen. Wie war denn deine Jugend- und Kinderzeit? Behütet. Nee, es war eigentlich ganz, ganz nett. Oldenburg ist so als Kind und Jugendlicher ganz, ganz schön. Kleine, kuschelige Stadt, irgendwie viele Freunde, habe viel draußen gemacht und bin relativ früh auch schon zum DJen gekommen. Ich glaube mit 13 oder 14 über Breakdance und hat sich irgendwie die Musik so in meinem Leben verfestigt. Was hat denn die elektronische Musik für dich mehr gehabt als die anderen Sachen, jetzt die klassischen Musikinstrumente? Ich weiß gar nicht. Das hat mich einfach sehr, sehr beeindruckt. Das war was Neues und ich kam über, also meine erste Single war Trans X Living on Video. Es war schon rein elektronisch. Da gab es dann so Sachen wie Afrika Bambaataa und gerade Afrika Bambaataa, Planet Rock, habe ich gehört, hat mich total fasziniert. Und ich habe erst Jahre später mitbekommen, dass er eigentlich von Kraftwerk Autobahn adaptiert war. Also das habe ich erst 3-4 Jahre später und dachte, okay, und dann ging das wieder zurück, weil dann kam eigentlich für mich erst Kraftwerk, die ja schon vorher da waren. Und ich glaube, so ging es vielen Jungen. Bist du mit reingewachsen, aufgewachsen eigentlich mit der Musik? Auf jeden Fall. Also gerade über so Filme wie Wild Style und Breakdance kam gerade hoch. Das hat mich einfach total angefixt. Das wollte ich ganz gerne machen. Hab dann auch schnell angefangen mit dem Tanzen. Und hast ja eine Meisterschaft gewonnen. Kannst du es denn noch eigentlich? Ich habe es lange nicht mehr probiert, aber vielleicht verlernt man das auch nicht so sehr. Ich war damals Oldenburger Breakdance-Meister, das stimmt. Also die ganzen großen Kapriolen kann ich nicht mehr. Einzelne Bewegungen vielleicht noch, aber nee. Nach einer kurzen Pause geht's gleich weiter mit Mixery on Stage und Oliver Huntemann. Willkommen zurück bei Mixery on Stage. Wer auf Segelschiffe, dürftiges Wetter und Elektrobeats steht, der ist hier goldrichtig. Denn wir besuchen den Techno-DJ und Produzenten Oliver Huntemann in seiner Wahlheimat Hamburg. Und während wir gemeinsam mit Oliver durch den Hafen der Hansestadt schippern, klärt dieser uns über seinen musikalischen Werdegang auf. Nach der Schule musste ich natürlich erstmal einen normalen Beruf erlernen. Da war dann die Frage, was mache ich? Ich bin dann zur Marine gegangen, habe eine Ausbildung als Elektroniker gemacht, bin zur See gefahren als Taucher auf einem Minensucher. Aber parallel habe ich gemerkt, die Musik ist mir doch sehr wichtig. Ich habe angefangen im Club
Club aufzulegen. Und dann ging das so ein bisschen parallel. Nach der Marinezeit habe ich nochmal ein Volontariat gemacht, Ausbildung als Journalist. Und das ging aber auch schon in Richtung Musik. Und von da aus bin ich dann dabei geblieben. Mal zum Projekt Humate. Das hast du ja mit Gerrit Frerichs gemacht und noch mit einem Herrn. Genau, mit Pek Jonberg, der dritte im Bunde. Das war, ich glaube, wir haben angefangen 1990, also schon wirklich lange her. Ja, zu der Zeit habe ich gerade die ersten Male in einem Club aufgelegt, war ganz stolz, im Renaissance in Oldenburg. Und dann kam auf einmal ein Typ zu mir und meinte, ja, finde ich cool, was du so machst. Und irgendwie, ich mache ein Studio, vielleicht können wir mal so ein bisschen zusammen was machen. Ja, das war Gerrit. Und durch Zufall kam Hans-Georg Schmidt, Pek Jonberg, dazu, der ausgebildeter Jazzmusiker war. Und diese Kombination hat es dann halt so zusammengebracht. Wie ging es weiter? Euer erstes Projekt war ja Chrome, die Platte, oder? Also nicht Projekt, sondern die erste Platte, die rauskam. Das ging relativ schnell. Wir hatten ein paar Demos gemacht und ich habe einfach dann eine Kassette an MFS, an Mark Reader geschickt. Und sich noch so lustig an, Kassette, keine CD oder MP3, total schlimm. Nee, und der hat sich relativ schnell gemeldet. MFS war damals eins der größten Label. Er hat sich schnell gemeldet und dann haben wir die Chrome-EP rausgebracht. Und als zweites kam dann schon Love Stimulation mit einem Remix von einem damals sehr unbekannten jungen Mann, Paul von Dyke. Und das war so ein bisschen für alle der Durchbruch. Aber der Remix, der war ja dann auch in den Charts, in den UK-Charts, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich hatte das dann nicht mehr verfolgt, weil ich sehr auf mich konzentriert war und dann auch schon Humate verlassen hatte. Warum hast du es jetzt verlassen? Weil du deine eigenen Projekte machen wolltest oder weil ihr euch musikalisch nicht mehr so gut verstanden habt? Nee, wir haben uns musikalisch schon noch verstanden. Ich bin nur zu der Zeit dann nach Bremen gezogen, habe das Volontariat angefangen bei einem Stadtmagazin. Da habe damals schon angefangen, mit Stefan Wozin zusammenzuarbeiten. Ich hatte zu der Zeit in Bremen in einem Club schon fest aufgelegt und sein Bruder wurde mein Partner in der Nacht. Oliver Bozin, und er hat mir dann irgendwann ein DAT gegeben. Da ging schon los in Richtung Digitaltechnik. Das ist relativ. Eine Kassette, digitale Kassette. Die habe ich mir angehört, habe gleich gehört, dass der Mann extremes Potenzial hat. Wir haben uns getroffen, sehr gut verstanden und haben dann im Studio wirklich richtig Gas gegeben. War das schon die Zeit, wo du deine ganzen Pseudonyme, H-Man oder? Das kam später, okay. Genau, wir hatten damals irgendwie schon auch mehrere Projekte für Alphabet City, wir hatten Kaunos und haben viel rumexperimentiert zwischen House, Techno und sind dann irgendwann bei unserem Sound gelandet, von H-Man und Re-Recorder-Serie. So, das war's. War dann ein langer Weg irgendwie, aber irgendwann hat sich's gefällt und war klar, das ist das, was wir machen wollen. Was machen wir denn als nächstes? Was gucken wir uns an in Hamburg? Denn du wolltest uns so ein bisschen auch die Stadt zeigen, deine Stadt von deiner persönlichen Seite, sag ich mal. Ja, also der Einstieg, die Hafenrundfahrt, die wichtige, haben wir jetzt ja gleich hinter uns. Das Wetter ist auch entsprechend, Schmuddelwetter, Schietwetter, wie wir in Hamburg sagen. Ich bringe euch natürlich auf die Reeperbahn. Ja, und dann schauen wir einfach mal. Also lasst uns einfach ein bisschen treiben. Und treiben lassen kann man sich in Hamburg nicht nur auf oder im Wasser, sondern quasi auch darunter. Denn unser Weg zur Reeperbahn führt uns durch den alten Elbtunnel. Jetzt stehen wir hier an der Kreuzung Reeperbahn Hamburger Berg. Welche Verbindung hast du denn mit diesen beiden Straßen? Ja, ich meine, klar, Reeperbahn, das Rotlichtviertel hier in Hamburg, weltbekannt seit, keine Ahnung, an und dazu mal, aus der Historie des Hafens heraus. Hier gibt es keine Sperrstunde, gab es auch noch nie.
Und ja, der Hamburger Berg, die Geschichte zu mir ist so, dass ich hier, als ich nach Hamburg gezogen bin, gelandet bin, weil Xenia ihre erste Wohnung hier hatte und entsprechend war ich oft da und sind viele, viele Musiksachen entstanden und hier habe ich sozusagen wieder ganz neu angefangen und es gibt, deswegen hatte ich auch die erste Single, nachdem ich nach Hamburg gezogen bin, Hamburger Berg genannt mit den Tracks zum Goldenen Handschuh und Sorgenbrecher, was zwei Kneipen hier in der Straße sind. Aber da warst du jetzt nicht öfter Gast in den Kneipen, oder? Also im Goldenen Handschuh nicht. Beim Sorgenbrecher habe ich mich schon öfter mal blicken lassen. Der Goldene Handschuh ist schon ein Absturzladen. Also es ist 24 Stunden und wenn man so mal reinlugt, dann geht man auch lieber schnell vorbei. Also lohnt es sich nicht reinzugehen? Ist auch noch gar nicht auf, ne? Na, wenn man mutig ist, lohnt sich's bestimmt. Wer war denn? Genau, mit Dubfire habe ich gesprochen und sein Tourmanager, der ist noch ganz begeistert gewesen vom Goldenen Handschuh. Er meint, der Laden da, wo man morgens um 10 Uhr noch reingehen kann, wo die Leute auf der Theke liegen. Ja, oh mein Gott, okay. Ja, ganz Tims Art, ganz Tims Style, würde ich sagen. Was ist unsere nächste Location? Wo gehen wir dann weiter? Da stellst du mir eine Frage. Und während Herr Huntemann noch überlegt, stellen wir euch die soeben erwähnte Dame namens Xenia vor. Denn diese ist nicht nur Olivers Lebensgefährtin, sondern hat beispielsweise auch dafür gesorgt, dass tatsächlich für jeden einzelnen Track seines aktuellen Albums Paranoia ein Musikvideo erstellt worden ist. Xenia, du hast ja mitgearbeitet an Paranoia bzw. das Konzept zu den Videos entwickelt. Ja, das habe ich gemacht, genau. Ich habe in den letzten Jahren schon immer wieder Videos für ihn gedreht, auch Tourreportagen. Und bevor es klar war, dass das Album als eine audiovisuelle Story rauskommt, haben wir uns entschlossen, ein paar Videos zu drehen. Und das haben eigentlich nur noch einige gefehlt, um praktisch zu jedem Albumstück ein Video zu haben. Und dann haben wir das auch gemacht. So war das. Was genau hast du dir ausgedacht? Was genau hast du gemacht? Also zu dem Zeitraum, wo Oliver sein Album geschrieben hat, habe ich viele Bücher gelesen im Bereich Dystopie und fiktionale Literatur. Die meisten von uns kennen Blade Runner, 12 Monkeys oder District 9, aber auch vor diesen Filmen gab es solche Bücher. Angefangen hat es ja schon im 19. Jahrhundert. So, da geht es halt um fiktionale Gesellschaftsformen, um eine Gesellschaft, die sich zum Schlechten entwickelt. Oder Kallocain ist auch ein schönes Buch, da hat ein Chemiker ein Wahrheitsserum entwickelt, wo der ganze Staat praktisch alles kontrollieren möchte. Meistens sind es auch diktatorisch geführte Formen. Das hat im ganzen Album, glaube ich, auch so ein bisschen so einen düsteren Touch gebracht. Oder auch so Titel wie Warnfried oder Paranoia oder Dark Passenger. Die leiten halt alle aus dieser Zeit ab. Und es war klar, dass wir irgendwas Sensibles haben wollten, aber schon etwas, was immer so ein bisschen outstanding ist oder irgendwas leicht Verrücktes oder Unnormales. Und das haben auch alle Regisseure ganz gut umgesetzt. Oh.
Olli, welche Platte würdest du unseren Zuschauern empfehlen? Was müssen sie auf jeden Fall mal gehört haben oder was müssen sie im Schrank haben? Es gibt natürlich extrem viel, die so für mich wichtig sind oder für meine musikalische Entwicklung, für meine Karriere. Singles sehe ich immer weniger als outstanding an. Ich habe da ein paar Alben und sehr am Herzen liegt mir Portishead und von den Alben am ehesten die Live-Geschichte aus New York im Roseland. Und das ist so eine CD, die ich immer höre. Kann. Ich liebe die Stimme von Beth Gibbons. Ist halt so tief traurig und melancholisch und die Beats sind so schmutzig. Das ist echt für mich so eine ganz zeitlose Geschichte von den Emotionen her. So klingt Portishead live. Und bei diesem Thema bleiben wir jetzt auch. Denn wer Oliver Huntemann schon mal bei einem Live-Set begutachten hat dürfen, wird sich eventuell gefragt haben, warum hat der Mann Bauklötze dabei? Warum leuchtet sein Tisch? Und woher kommt eigentlich die Musik? Oliver, du arbeitest ja mit so einem React-Table. Was ist das genau? Was soll ich sagen? Der React Table ist ein Synthesizer mit integriertem Sample Player, aber der Clou daran ist, dass man auf einem Leuchttisch mit integriertem Touchscreen mit Würfeln arbeitet. Klingt kompliziert, ist es irgendwie auch. Von daher macht es vielleicht Sinn, dass ich das mal ganz kurz erkläre. Wie es der Zufall so will, habe ich nämlich einen Würfel dabei. Dieser Würfel mit dem... Das sind die Herzstücke des React Table, sind verschieden kodiert, wie man sieht. Ich erkenne es an den verschiedenen Farben. Du sagst das so süß, würde ich sagen, verschieden kodiert. Für mich sieht das aus wie so Aufkleber, weil die so draufgeklebt sind und da irgendwelche Pünktchen drauf sind. Genau, das ist auch, aber das stimmt, das sind Aufkleber auf diesem Würfel, die aber verschiedene Zeichen haben. So, und die werden über eine Kamera abgetastet und dann am Computer dekodiert sozusagen und den entsprechenden Samples oder Synthesizer-Linien zugeordnet. Und ich hab vier Würfel, habe fünf Farben auf jedem Würfel und kann die halt entsprechend kombinieren. So, wenn ich jetzt auf diesem Tisch den Würfel, die rote Farbe auflege, dann kommt zum Beispiel erstmal nur die Bassdrum. So, wenn ich das dann 90 Grad weiter drehe, kommt Bassdrum Clap als Beispiel. So, dann kommt der zweite Würfel dazu, da laufen dann zum Beispiel die Basslines. Und so kann ich halt ganz frei arrangieren. Aber es kommt auch schon mal vor, dass gerade bei Blau und Grün und bei schlechtem Licht ich das verwechsel und die falsche Seite auflege. Dann gehört halt dazu, ist live. Nach einer kurzen Unterbrechung mit Reklame geht's gleich weiter hier mit meinem Special auf Mixery on Stage. Hier ist Oliver Huntemann und wir sind wieder zurück bei Mixery on Stage. Back to the basics. Olli, wir sind jetzt hier in der Hamburger Strandperle angekommen. Es ist eigentlich ganz schön hier. Was verbindest du mit diesem Ort? Wir haben tatsächlich einen Strand in Hamburg und hier an der Strandperle sitze ich ganz gerne, chill. Es ist natürlich noch ein bisschen schöner, wenn die Sonne scheint, aber meistens haben wir halt dieses graue Wetter in Hamburg, macht aber nichts. Aber es gibt tatsächlich auch Leute, die baden hier in der Elbe. Das wollte ich fragen, also ich würd's mir nicht zutrauen. Ja, die Strömung ist auch recht stark, also die Wasserqualität soll klasse sein, also das ist nicht mehr das Problem, schon lange nicht mehr. Aber ich glaube, ich würde hier auch nicht reinsteigen. Hast du was mitgebracht? Du hast ein paar Platten mitgebracht. Genau, um meine Historie noch mal ein bisschen nachzuvollziehen, wollte ich ein paar Dinge
zeigen, ein paar Platten zeigen irgendwie. Zum Beispiel mit Confused Recordings habe ich 1995, das war mein erstes Label, angefangen, zusammen mit Jan Langer. Und kurioserweise, ist mir gerade erst wieder eingefallen, war schon damals André Winter mit dabei. Er hat nämlich die erste Platte auf Confused gebracht, Motion Unit. Und ist einer der besten Engineers und Produzenten, die ich kenne. Freue mich, dass wir immer noch zusammenarbeiten. Dann ging es weiter irgendwann, zweiteres Projekt, H-Man, das ist das Cover, H-Man, damit ging so die zweite Techno-Phase von mir los mit der Manga und für mich war dann an dem Punkt klar, ich möchte nur noch House-Techno in irgendeiner Form machen, Underground-Music und deswegen war es so eine Initialzündung, ist von, lass mich mal gucken, steht ja kein Jahr drauf, müsste irgendwann um 2000, das ist so Underground, dass noch nicht mal ein Jahr steht. 2004, genau. So, und dann mit Stefan auch legendär, würde ich fast sagen, oder wurde uns erzählt, die Rekorderreihe war von Anfang an geplant, das ganze Projekt so ein bisschen undercover zu halten und viele haben überhaupt nicht gewusst, wer dahinter steckt oder eigentlich gar keiner. Es ist bis, glaube ich, zur 5 oder 6 gar nicht rausgekommen und es haben viele DJs gespielt und das ist dann so erfolgreich geworden, ist natürlich super und das ganze Ding war einfach eine runde Sache. Würdet ihr auch vielleicht einen Re-Release wagen mit neuen Mixen? Nee. Also die Rekorder-Serie war so angelegt. Auch die Titel haben keine Tracknamen, sind nummeriert von 1.1 bis 0.0 oder 10.3. Das steht für sich, das soll so bleiben und ja. So, dann ging es bei mir weiter. Irgendwie Confused Recordings war irgendwann nicht mehr so das Thema für mich. Ich wollte eine Veränderung in meinem Leben haben und dann habe ich Ideal gegründet, auch mit Jan zusammen. Und die erste war von Dubfire und mir, Dios, nachdem wir auf Cocoon schon die Diablo gebracht haben. Irgendwie ist eine sehr gute, schöne Kollaboration von Dubfire. Und mir, wir haben uns relativ schnell irgendwie, haben wir einen Draht gefunden und sind schnell zu Ergebnissen gekommen, obwohl wir uns noch nie gesehen haben. Also die ganze Platte, die ganzen ersten Platten sind komplett übers Internet entstanden. Das war was ganz Neues. Wir haben uns die Sessions, die Produktionssessions hin und her geschickt und sind relativ schnell zum Ergebnis gekommen. Ja. Kommen wir doch mal zum nächsten. Ja, also mein Paranoia-Album, letztes Jahr im November rausgekommen, bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Also es war eine tolle Produktionsphase und ich glaube, ich habe mich gut weiterentwickelt. Das Album an sich ist halt nicht nur auf Dancefloor, sondern es gibt auch fast Ambient-Tracks und unter dem Paranoia-Titel. So, das ist einfach eine spannende Basis gewesen, ein Album, eine Geschichte zu erzählen. In Times of Trouble, der Track ohne Beats. Ja, ich wollte auch gerne mal einen Primetime-Kracher machen, der trotzdem ohne Beats funktioniert. Und das ist, glaube ich, da ganz gut gelungen, weil es zwei Parts gibt, sozusagen schwarz und weiß. Und das spiegelt auch das Video, das dazu gemacht wurde, wieder. Und was ist dein Lieblingstrack? Du hast ja gesagt, es hat sich entwickelt. Genau, also am Anfang fand ich Delirium total super, dann war ein Times of Trouble und Magnet war immer so auf einem sehr guten Level. Und mittlerweile ist aber so mit der Zeit, ist vielleicht wie so ein Wein, der reift, bin ich bei The End angelangt, weil es sehr atmosphärisch ist und ich es mir selber immer noch wieder anhören kann. Was, Titel, auf den ich sehr, sehr stolz bin. Auch wenn er vielleicht nicht so ganz offensichtlich ist, aber für mich hat er viel Emotionen. Thank you.
End könnte auch heißen, so ein bisschen abrunden, dass deine Gefühlswelt dann zu etwas Neuerem schreitet, oder? Ja, es hat halt das Album abgeschlossen und das stimmt. Und jetzt ist wieder Zeit für neue Action, genau. Yeah. Die auch schon ansteht. Genau, so, alles mitgebracht. Ganz genau. Leider noch nicht die allerneueste, aber es kommt bald. Das ist die letzte. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, eine Live-Mix-CD-Reihe rauszubringen. Und zu jeder von den CDs mache ich eine eigene Single. Und das beim ersten Mal war es in Sao Paulo im The Edge Club live aufgenommen, dann im Paris Rex Club und vor zwei Jahren im Cielo in New York. Und jetzt, als ich vor drei Wochen in Australien war auf der Future Music Tour, habe ich in Melbourne die nächste aufgenommen. Auch schön. Wie war denn die Tour allgemein? Super. Also Australien ist eins meiner Lieblingsländer. Ich mag das also ganz... Ich war noch nie dort, muss ich sagen. Also kannst du ganz viel erzählen. Es ist halt ein Riesenland, phänomenal. Irgendwie die Natur ist toll, die Städte sind toll. Meine Lieblingsstadt ist Melbourne. Natürlich gibt es dann so Great Barrier Reef. Ich tauche sehr gerne nach wie vor. Das ist klasse und ist ganz unterschiedlich. Ich bin auch schon mit dem Zug komplett durch die Wüste gefahren, über drei Tage mit dem Indian Pacific. Es gab nicht so viel zu sehen, aber es war trotzdem spannend. Und hört sich gut an, also auf jeden Fall empfehlenswert, ne? Ja, sehr empfehlenswert. Australien ist immer eine Reise wert. Gut, was machen wir als nächstes? Wird langsam ein bisschen, naja, wir haben nicht Regen, aber es ist ein bisschen kühl hier. Wollen wir irgendwo anders hin? Ja, ich würde sagen, wir packen unsere sieben Sachen und fahren zurück in die Stadt. Vielleicht wird es auch Zeit, was zu essen. Wir sollten mal Erikas Eck aufsuchen. Okay, Erikas Eck, hört sich gut an. Auf geht's. Komm. Endlich angekommen beim Erikas Eck, ein Restaurant, was du ganz gerne hast. Warum? Ja, Erikas Eck ist halt so eine Art Restaurant-Koryphäe hier in Hamburg. Ich weiß gar nicht, wer mich hierher gebracht hat. Auf alle Fälle ist direkt am Schlachthof und hier gibt es die besten Schnitzel der Stadt, wenn nicht gar von Norddeutschland oder Deutschland oder der Welt. Oh je, da müssen wir sie direkt einprobieren, also los rein mit uns. Ja, wir haben Hunger. Ja. Lilly, du hast die tolle Aufgabe, du bist die persönliche Assistentin von Oliver Huntemann. Mein Gott, was für ein Traumjob, oder? Ja, doch, schon. Was sind denn so deine Aufgaben? Also wie du ja schon gesagt hast, bin ich Ollis Assistentin. Das heißt, ich bin sowas wie seine rechte Hand, kümmere mich um seine PR, bin mit ihm auf Tour, ja, und mache halt alles, was so gemacht werden muss. Wie ist denn so der Olli auf Tour? Hat er irgendwelche besonderen Wünsche? Gibt es da so Riesenverträge, was die Festivals alles erfüllen müssen? Ja, natürlich nur Rosenblätter im Backstage-Bereich. Und nein, Olli ist total unkompliziert, ist immer sehr lustig mit ihm auf Tour. Und also keine besonderen Wünsche eigentlich, nicht. Nee. Hast du denn schon einen Termin vergessen, wo der Olli dann total ausgeflippt ist? Nee, zum Glück noch gar nicht. Aber ich glaube, er ist auch nicht so der Typ zum Ausflippen. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ah ja, gut. Was ist so das Nächste, was geplant ist? Wo wollt ihr hin? Ich überlege gerade. Also wir waren gerade vor zwei Wochen waren wir in London und in Lyon. Und ich weiß gar nicht, was jetzt als Nächstes ansteht. Im Moment habe ich ziemlich viel zu tun mit seiner neuen Compilation, die er rausbringt, seine Mix-Compilation, die Play. Die müssen wir jetzt vorbereiten, das ist ganz schön viel Arbeit. Deswegen weiß ich jetzt noch gar nicht, was so der nächste Termin ist, wo ich mitfliege. Aber im Sommer ist ja eigentlich so einiges los. Natürlich haben wir für euch auch ein kleines Gewinnspiel, denn wir verlosen, beziehungsweise Oliver verlost sein neues Album, Paranoia, handsigniert. Und wie lautet die Frage? Ja, erstmal muss ich dazu sagen, FSK 16, unter 16 darf man nicht mitmachen. die Frage lautet deswegen, ein bisschen schwieriger für die Älteren unter euch,
wie ist der Name des ersten Labels, das ich geführt habe? Wenn ihr das wisst, dann schreibt einfach die Antwort an mixerionstage@im1.tv und wir wünschen euch viel Glück. Ja, ich auch. Und während wir uns mit Oliver auf die nächste Spritztour durch den Hamburger Hafen begeben, hier noch ein kleiner Tipp für das Gewinnspiel. Oliver hat den Namen seines ersten Labels bereits erwähnt. Nicht aufgepasst? Kein Problem, denn ab Montag ist diese Sendung auch auf dem X-Locator abrufbar. Weitere Infos hierzu gibt es auf xlocator.de. Das war für euch Mixery on Stage aus Hamburg mit Oliver Huntemann. Olli, vielen lieben Dank, dass wir hier sein durften. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Hoffe, dir auch. Wir haben jetzt auch viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Bis auf bald. Tschüss. Tschüss.